Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Auxiliums Tech Talk. Heute mit dem Teil 3 der NAS-Reihe, einer kurzen Analyse nach einer Woche Nutzung. Also, was den Stromverbrauch angeht, weil ich da gezweifelt hatte mit dem 12.400, ob das so gut ist im Vergleich zu anderen. Habe auch überlegt, den 12.400T zu nehmen. Also, der 12.400 nach einer Woche im Durchschnitt liege ich bei 32 Watt. Das ist sehr gut für den, also für das komplette NAS. Da ist ja auch noch ein Webserver und ein Edgard mit installiert. Ich zeige es euch kurz. Ja, also da bin ich sehr zufrieden. Ich habe drei VMs laufen. Ich habe es natürlich wieder unter ESXi virtualisiert. Ein kleiner Webserver, der Edgard und halt das NAS. Hier seht ihr auch, ist der 12.400. Ja, also dahingehend bin ich mehr als nur zufrieden mit der ganzen Sache hier. Was den Stromverbrauch angeht, die Leistung phänomenal. Ganz selten, dass ich hier mal leistungsmäßig in roten Bereich komme. Selbst wenn ich größere Dateien verarbeiten lasse, egal ob jetzt auf dem Webserver oder auf dem NAS, also ganz selten, dass er irgendwie mal zu viel Auslastung bekommt. Weiterhin die Toshiba HDDs, die 18 Terabyte vom Toshiba MG09. Ja, sie sind gut von der Performance zwischen 420 und 480 Megabyte in der Sekunde. Lesend wie schreibend. Einzige, sie sind nicht die leisesten. 7200 Umdrehungen, soweit ich weiß, nicht Helium gefüllt. Ja, okay. Ja, hätte man andere wählen können, für das Geld jedoch keine Beanstandung, wenn sie jetzt noch so lange halten, wie ich hoffe. Ja, ansonsten mit SSD-Cache eingerichtet und einigen anderen Funktionen vom Synology funktioniert es echt gut. Ich musste im ESXi kurz noch zur Software, bevor ich euch dann die komplette Einrichtung beim nächsten Video zeige, ich musste den Netzwerkadapter, den 2,5 Gigabit von Realtek, musste ich direkt durchreichen per Pass-Through. Es ging nicht, den zu virtualisieren, weil ESXi hat von Realtek keine Unterstützung oder hat für Realtek keine Unterstützung. Da hätte ich sonst den nicht nutzen können. Deswegen ist der Gigabit LAN ist jetzt für ESXi und der 2,5 Gigabit LAN ist jetzt dedicated für das DSM. Ja, das war's auch schon mit dem kurzen Video zur Analyse. Temperaturmäßig wollte ich euch noch was sagen, fällt mir gerade ein. Also, das Höchste ist die Mainboard-Temperatur meistens so zwischen 30 und 40 Grad durch die zwei NVMe, die ich verbaut habe. CPU selbst unter Last nicht über 55, unter Volllast bin ich sehr zufrieden, auch mit dem Kühler von Noctua. Generell die ganze Systemtemperatur sehr gut, auch wenn bloß diese zwei kleinen 60 mm, also 6 cm Lüfter da verbaut sind. Lautstärke, ich höre es nicht. Also wirklich nur, wenn die HDDs straffen Zugriff kriegen, hört man sie. Ansonsten ganz wenig. Sehr viel federt auch der SSD-Cache weg. Ich bin einfach nur happy mit dem ganzen System. Und ach ja, das Netzteil hatte ich noch ausgetauscht. Ich hatte ja ursprünglich das SSP300 von Seasonic verbaut. Viel zu laut das Teil. Ständiges Lüftersummen. Ging gar nicht. Hab's jetzt gegen einen Silverstone SST 500 getauscht. Kann ich euch ganz kurz zeigen. SST 500 G Gold. Mal gucken. Silverstone.
FX, okay. Ja, ich habe es jetzt gegen das getauscht. Case King ist jetzt nicht der Standard vom Preis, aber ja. Es gegen das getauscht. Ich höre es gar nicht mehr. Habe hier noch den großen Vorteil, dass ich etwas längere Molex- und SRA-Kabel dran hatte, was mir sehr zugute kam. Und die 2x6 plus 2 Pin PCI Express, wenn ich mich doch entscheide, da noch irgendwas anderes mit hinzuzufügen, habe ich auch noch genug Reserven, auch leistungsmäßig genug Reserven. Bin sehr zufrieden, wie gesagt. Ansonsten Taktverhalten, CPU, sehr gut, das ganze Ding ist sehr stabil. Einen Absturz hatte ich, das lag aber an meinen BIOS-Einstellungen. Hab der CPU etwas zu wenig Spannung gegeben. Ja, alles weitere dann im Teil 4 zur Einstellung und halt auch die ganze Erklärung noch, wie was eingestellt wird, wie was eingestellt ist. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald.